Vielen Dank, Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen. Es vergeht kein Tag, an dem die Presse nicht über grauenvolle Gewalttaten in Deutschland berichtet. Liebe Zuschauer, Vanessa Behrendt, eine junge Frau, sitzt im Landtag in Niedersachsen. Ich denke, sie sitzt nicht bloß, sie ist sehr aktiv. Herzlich willkommen bei Hallo Meinung. Hallo Herr Weber, vielen Dank, dass ich bei Ihnen sein darf und auch ein herzliches Hallo von mir an die Zuschauer. Frau Behrendt, Sie sind Mutter von zwei Kindern. Ich verrate hier kein Geheimnis, das kann man nachlesen. Dementsprechend möchten Sie natürlich auch dafür Sorge tragen, dass Ihre Kinder in einer Welt aufwachsen, die sie aufklärt, die sie aufnimmt, die sie führt, die sie auch manchmal fordert, nicht überfordert. Nun erleben wir ja in vielerlei Hinsicht in Kindergärten und Schulen die sexuelle Orientierung hier bei Kindern, dass die in eine gewisse Richtung geleitet werden soll. Wenn Sie die Zuschauer noch mal aufklären wollen, in welche Richtung und wie Sie damit umgehen. Ja, also es geht letzten Endes darum, also es gibt da zwei verschiedene Richtungen. Einmal geht es in diese Richtung, dass den Kindern tatsächlich eingeredet wird, du kannst alles sein, was du möchtest. Natürlich sollte man Kinder nie beschneiden und einschränken, aber sie werden eben durch diese ganze Gender-Ideologie in eine Richtung gedrängt, wo sie vielleicht einfach sehr neugierig sind, irgendwas ausprobieren möchten, aber natürlich sind Kinder sich der Konsequenzen noch gar nicht bewusst. Also wenn es danach gehen würde, was ich sein wollte mit vielleicht 3, 4 Jahren, dann wäre ich jetzt vermutlich ein Pirat mit einer Augenklappe und man hätte mir ein Bein abgenommen. Und in diese Richtung geht es. Das ist einmal die Indoktrination eben in diese Gender-Ideologie. Und dann geht es eben auch in die andere Richtung, dass man Kinder wirklich schon optimalerweise nach Empfehlung der WHO und auch der BZGA frühkindlich sexualisieren möchte und dass eben Kinder wirklich schon vom Kita-Alter an einen Bezug zur sexuellen Orientierung, zu frühkindlicher Masturbation, auch im Rahmen von Doktorspielen mit Begleitung von Erwachsenen davon profitieren sollen. Nun haben wir das ja erlebt bei Ihnen in Niedersachsen. Wir erleben das aber auch in Nordrhein-Westfalen. Wir haben es auch in Bayern erlebt, in dem Land, in dem ich lebe, in München. Drag Queens treten dort auf. In Köln hier Stellungen, die nun eindeutig sexueller Natur sind. Und wir haben es erlebt in Niedersachsen, in einem Kindergarten der Arbeiterwohlfahrt. Korrigieren Sie mich, wenn ich was Falsches sage. Aber hier sollte ein Raum entstehen, der Kinder doch sexuelle Spiele, Doktorspiele erlauben sollte. Erzählen Sie doch meinen Zuschauern, was es damit auf sich hat. Ja, also da kam, bevor das Ganze überhaupt an die Öffentlichkeit gelang, kam eine wirklich völlig verzweifelte Mutter auf uns in Hannover zu und legte uns eben diese E-Mail vor, die den Eltern geschickt worden zu diesem Raum für Körperkundungsspiele, nannte man das. Also als ich die Regeln gelesen habe, hätte ich es nicht selbst in der Hand gehabt und vor Augen gehabt, ich hätte es nicht geglaubt, wenn mir das jemand so erzählt hätte. Da standen wirklich Sachen drin, da wird einem speiübel, beispielsweise, dass die Kinder selbst entscheiden können, wie und mit wem sie eben sexuelle Spiele spielen möchten. Also allein dieses Wort sexuelle Spiele in den Mund zu nehmen, in einem Kindergarten für Kinder ab 3 Jahren, das ist also völlig, völlig absurd. Und dieser Raum war eben geplant für die Kinder, damit sie sich dort zurückziehen können und sich eben gegenseitig erkunden können, gegenseitig streicheln können. Angeblich mit der Begründung, dass die Kinder das sonst draußen in den Gebüschen machen würden. Also ich kenne keinen Kindergarten, wo das so praktiziert wird. Und in der Regel kommen Kinder in diesem Alter auch noch nicht auf die Idee, sowas eben zu tun. Also natürlich irgendwann, das ist ja ganz normal, dass die Kinder irgendwann merken, ich bin eben ein Mädchen und du bist ein Junge und ich sehe ein bisschen anders aus als du. Und dass sie sich auch eben gegenseitig angucken und neugierig sind, das ist ganz normal. Aber die verbinden das ja natürlich noch in keiner Form mit Sexualität. Und da war es eben so, dass wir einfach gesagt haben, das ist akute Kindeswohlgefährdung. Man weiß eben auch nicht, also so eine Idee entsteht ja nicht über Nacht von einem alleine. Wer war da alles involviert? Was wurde vielleicht in der Vergangenheit schon mal ausprobiert? Wie sind die Kinder vielleicht schon in diese Richtung einfach manipuliert worden? Und ja, wir haben eben der Mutter geraten, das Ganze an die Öffentlichkeit zu bringen. Das ist ja dann auch passiert. Und die Reaktion des Kultusministeriums war da einfach absolut mangelhaft. Also da wurde wirklich nur gefordert, dass eben das Konzept neu überarbeitet werden muss in Zusammenarbeit mit dem Jugendamt. Aber das Ganze wurde dann so relativ verharmlost und unter den Tisch gekehrt tatsächlich.
Und da haben wir eben einfach gesagt, und ich auch persönlich als zweifache Mutter, das reicht eben nicht aus. Also da muss wirklich die Leitung muss suspendiert werden augenblicklich und ja optimalerweise natürlich sollte ein Berufsverbot erteilt werden. Wenn jemand wer solche Ideen hat und auf solche Ideen kommt mit solchen kranken Fantasien, der will eben Kinder zu unnatürlichen Verhaltensweisen bewegen. Und somit läuft jetzt da gegen die Leitung eine Strafanzeige. Der Kindergarten ist aber nach wie vor in Betrieb. Und ja, so wirklich viel passiert ist da bislang leider noch nichts. Nun muss man ja sagen, man muss Ihnen zugestehen, und das ist sehr positiv, Sie sind eine junge Frau, weltoffen, erziehen Ihre Kinder auch offen, wie man hört und wie Sie erzählt haben. Das Kultusministerium, lassen Sie mich raten, ich weiß es, es ist in grüner Hand. Bitte? Das Ich habe das kann Kultusministerium, in NRW, sage ich schon, ich komme aus NRW gerade, in Niedersachsen, ist in grüner Hand. Ja, selbstverständlich. Nun erinnere ich mich an Kommunen, an Cohn-Bendit, an verschiedene andere bei den Grünen, die das Thema ja doch belastend mit sich herumschleppen, was die Pädophilität angeht. Nun hat man dieses Thema versucht, ganz von den Grünen wegzubringen, aber es ist eigentlich nie gelungen. Wir wollen jetzt keine Beschuldigungen vornehmen, aber erkennen Sie hier doch gewisse Parallelen und gewisse Anstände, da Dinge salonfähig zu machen. Absolut. Also erstmal, wie Sie es ja gerade schon erwähnt haben, die Vergangenheit der Grünen, wenn man da einfach mal ein bisschen tiefer gräbt, gibt es da ganz, ganz viele Pädophilie-Skandale tatsächlich. Es gibt immer noch Abgeordnete, die da auch ihre Vergangenheit haben und noch im Bundestag sitzen, beispielsweise der Herr Trittin, der seinerzeit als Stadtrat in Göttingen ein Programm presserechtlich verantwortet hat, was eben den Sex zwischen Erwachsenen und Kindern rechtfertigen und nicht unter Strafe stellen lassen wollte. Das muss man ganz klar sagen. Im Nachgang sagte er natürlich, ja, das wurde eben so übernommen und man stand damals unter großem Druck von eben Interessengruppen und man hätte dagegen angehen sollen. Es ist aber eben nicht passiert. Also letzten Endes, das ist für mich alles Propaganda, dass eben versucht wird, die Vergangenheit aufzuarbeiten. Aber ja, so wirklich in eine positive Richtung geht das nicht. Und meiner Meinung nach ist eben das, was man damals in den 80er, 90er Jahren wirklich so sehr direkt versucht hat, denn da war es ja sehr bekannt, dass sich da ganz viele Interessengruppen, auch Pro Familia, dafür eingesetzt hat, dass eben der Sex zwischen Erwachsenen und Kindern nicht unter Strafe gestellt wird, mit der Begründung, man müsste eben unterscheiden zwischen sexuellen Zwangshandlungen und einvernehmlichem Sex. Also das ist auch schon völlig irre, dass man wirklich bei Kindern davon von einvernehmlichem Sex spricht. Total verrückt. Das müsste man eben unterscheiden. Und aus diesem Grund haben Kinder eben auch ein Recht darauf, das Ganze selbstbestimmt zu entscheiden. Und ja, was damals eben auf dem direkten Wege nicht versucht hat, versucht man jetzt so ein bisschen durch die Hintertür, wie Sie schon sagen, das Ganze irgendwie so in einem schleichenden Prozess salonfähig zu machen. Denn diese ganze frühkindliche Sexualisierung, das ist ja eben nichts. Also was soll den Kindern das bitte Positives bringen? Das bringt Kindern doch nichts Positives. Es traumatisiert sie und verletzt ihr Schamgefühl. Sie lernen, dass sie keine Grenzen haben sollen, dass es eben völlig in Ordnung ist, wenn fremde Erwachsene sie berühren, streicheln, anfassen und in welche perversen Richtung es eben noch gehen soll. Ja, also spricht doch gegen die eigentliche Prävention zum Schutz von Missbrauch. Ja, also das ist doch zum Schutz gegen Missbrauch, Entschuldigung. Das ist doch völlig verrückt. Und eben genau das, was man damals versucht hat, auf direktem Wege, ist misslungen. Und heute versucht man das eben über diesen schleichenden Prozess, was ja jetzt auch nun der aktuelle Bericht, den wir vor kurzem gelesen haben, über Herrn Lauterbach, die WHO in Zusammenarbeit mit der BZGA, was da eben wirklich eingeführt werden soll für die Kitas und für die Schulen, das ist erschreckend. Das kann man gar nicht in irgendeiner Form rechtfertigen oder logisch erklären. Nun, die Sendung ist auch manchmal dazu angetan, Dinge humoristisch zu betrachten. Nun muss man sagen, meine Jahrgänge waren dann so die Kinderlieder und die Bücher, die wir gelesen haben, ob das Hänsel und Gretel oder alles, was es da so gibt von den Gebrüder Grimm und was ist Erich Kästner und so weiter, die waren ja da wirklich dazu angetan. Deshalb werden sie auch heute umgeschrieben. Das ist gut so. Denn zu meiner Zeit, so in den 60er, 70er Jahren, ich bin 53 geboren,
war klar, da waren Messerstechereien und durch die Kinderbücher war es auch so, dass man im Schulhof Messerstechereien, Bahnhöfen war seinerzeit schon Waffenverbot. Das ist gut, dass sich das jetzt alles gebessert hat, dadurch, dass man Kinderbücher umschreibt und die Kinder aus dieser Gefährdungslage herausnimmt. Das war jetzt sehr sarkastisch. Das heißt also, wir haben auf der einen Seite, nehmen wir bei den Kinderbüchern alles heraus, was irgendwo ja einen gewissen Anteil von Rassismus beinhaltet, dass niemand aus der Queer-Zone sich benachteiligt sieht. Wir müssen geschlechtsneutrale Betrachtung machen. Wie gehen Sie damit um? Also ich muss Ihnen sagen, unsere Zuschauer, mehr denn je Menschen, die ich auf der Straße treffe, die fragen sich, wo ist hier das Hirn geblieben bei diesen Leuten? Wann hat das Hirn den Körper verlassen? Vielleicht war es einfach nie vorhanden, man weiß es nicht. Ne? Das sind jetzt nur Spekulationen. Ja, also das ist auch völlig verrückt. Man muss es natürlich auch so sehen, beispielsweise Jim Knopf und die Wilde 13. Das sind ja alles Bücher, die eben seinerzeit so waren, wie sie waren. Und das ist auch völlig richtig so. Einerseits fordert man eben diese Bücher umzuschreiben, ja, um das Ganze jetzt in die Gesellschaft anzupassen, weil die eben nicht mehr in die moderne Gesellschaft passen würden. Andererseits natürlich auch Schutz vor Rassismus, eben um Kinder nicht auf rassistische Gedanken zu bringen und so weiter. Andererseits gibt es aber eben diese Bücher wie, was habe ich denn letztens gelesen? Also ich tue mir das ja dann auch an und lese solche Bücher wirklich. Beispielsweise Papi, hast du ein Baby im Bauch? Oder Raffi und sein pinkes Tütü. Da wird eben wirklich nur über diese Diversität gesprochen. Und man sieht eben, dass da wirklich versucht wird, mit aller Macht die Diversität als neue Normalität in unsere Köpfe zu hämmern, unter dem Deckmantel von Akzeptanz oder Toleranz. Aber da ist es eben so, dass das den Kindern suggeriert wird, wenn du besonders bist, wenn du anders bist, dann ist das was ganz Besonderes und was ganz, ganz Tolles. Und das Einzige, was diese Bücher mir persönlich vermitteln, auch den Kindern, das ist eben die Entwertung der normalen Familie an sich. Ja, also es wird ihnen ja eingeredet, du bist besonders und das ist eben die neue Normalität. Ja, nicht nur durch Bücher, auch durch Serien, durch Filme, an Kinder gerichtet, an Erwachsene. Kürzlich gab es eine Folge des Sandmännchens, wo es eine Transperson gab, die sich Herr Ingeborg nannte. Also öffentlich-rechtliche, die sind natürlich total dabei. Und ich muss ganz ehrlich sagen, für mich sind diese Bücher, die eben an Kinder gerichtet sind, absolut hochgradig gefährlich. Nun muss man ja sagen, die Familie ist die kleinste Kaste in der Gesellschaft. Ob ein Kind oder zwei Kinder oder mehr Kinder, was wünschenswert wäre, mehr als ein Kind, ist jetzt wirklich, dass man hier die Stärke nehmen will. Denn eines zeigt sich ja, eine Gesellschaft zerbricht bei dem Vorhaben, die wir im Augenblick erleben. Dass Normalität wird ausgegrenzt. Das heißt nicht, dass jemand homosexuell oder schwul ist. Immer, da muss ich mich nicht wiederholen. Viele Freunde von mir und Frauen sind mit Frauen verheiratet, Männer mit Männern. Da habe ich auch keine Lust mehr, das zu wiederholen. Aber ist es der feste Wille, die Gesellschaft damit zu schwächen, dass man irgendwo sagt, die Stärke erwächst aus der Familie heraus. Wir kennen das von früher, von meinen Zeiten, Großeltern, Eltern, Enkel, meist noch zusammen irgendwo sich geholfen, wenn Kindergarten nicht so, die hatten nicht so oft zu, als es heute der Fall ist oder in den Ferien. Aber diese Stärke wird doch damit genommen und damit wird doch der Souverän, der eigentlich den ganzen Apparat finanziert, der wird doch zu einer formbaren Masse gemacht. Und durch Propaganda, wo man ja nicht widersprechen will, weil man nicht ausgegrenzt werden will, gehen doch viele diesen Weg mit. Bedauerlicherweise ist es so. Also ich habe mich auch zum Thema frühkindlicher Sexualisierung und dieser Doktorspielräume natürlich auch mit einigen Eltern unterhalten. Also die breite Masse, mit denen ich mich unterhalten habe, die sagen natürlich, das ist ganz, ganz furchtbar und sowas dürfen wir niemals zulassen. Es gibt aber auch einige Eltern, die das Ganze gar nicht so schlimm finden. Also die eben gar nicht verstehen, was steckt wirklich dahinter. Genauso mit diesen Büchern. Und ganz ehrlich, also ich komme aus einer Generation und Sie ja nun auch, da gab es solche Bücher nicht und ich bin auch absolut tolerant jeglichen Lebensformen, für die man sich eben entscheidet, solange man niemandem anders Schaden zufügt, ob es jetzt nun homosexuell ist oder Transgender oder irgendwas, ja, das ist doch völlig legitim und ich glaube auch hier in Deutschland gab es da
vereinzelt vielleicht, aber es gab doch von der breiten Masse nie ein Problem, diese Menschen eben zu akzeptieren, ob die verheiratet sind, zusammenleben oder wie auch immer. Und natürlich, wie Sie schon sagen, also dass das Ganze wird eben versucht, zu einer Masse, zu einer formbaren Masse zu machen, weil das eben natürlich auch leicht ist, ne? Wenn man eine formbare Masse hat, die man eben in diesem schleichenden Prozess an diese neue Normalität gewöhnt, dann ist es auch leichter, die zu leiten und zu lenken und das eben in allen Bereichen. Der Angstmacher der Nation, der Panikmacher der Nation, Karl Lauterbach, seines Zeichens Bundesgesundheitsminister, hat jetzt frühkindliche Masturbation. Lauterbachs Behörde erstellt Sexratgeber für Kleinkinder. Ich denke mal, das Thema Masturbation ist sicherlich für Herrn Lauterbach ein entscheidendes, kann ich mir gut vorstellen. Und ja, das muss einfach sein. Ich bin ja kein Nachrichtensprecher, liebe Zuschauer, aber ich kann mir so vorstellen, da kommt nicht das Sandmännchen, da kommt das Handmännchen. Aber jetzt ist Folgendes. Herr Lauterbach, frühkindliche Masturbation, sagen Sie mal, ist das auf seinem Mist gewachsen oder steckt da Größeres dahinter? Also ich bin mir ziemlich sicher, da steckt Größeres dahinter. Das Ganze wurde ja quasi von der WHO ins Leben gerufen, wo aber eben auch die BZGR, also die Behörde die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung, mit natürlich mitarbeitet und mit involviert ist. Und diese Behörde ist eben dem Gesundheitsminister Herrn Lauterbach unterstellt. Gut, ob er sich jetzt nun alles durchliest, was diese Behörde tatsächlich macht, das wage ich jetzt mal zu bezweifeln, aber ich denke, bei so einem wichtigen Thema wird er da schon involviert sein. Und nach dem neuen Konzept ist es eben nicht mehr so, wie wir es noch kennen, dass halt die Aufklärung über Sexualität über die Eltern erfolgen soll. Das sei angeblich veraltet und würde halt nicht mehr in die heutige Gesellschaft passen. Heutzutage ist es ja so, in einem Alter von 14, 15 Jahren, da spricht man im Schulunterricht über Geschlechtskrankheiten, über Verhütung. Und HIV beispielsweise ist ein großes Thema. Das wird da so angesprochen, aber in erster Linie sind eben für die Aufklärung natürlich die Eltern verantwortlich. Und nach diesem Ratgeber, dieser Ratgeber soll quasi eingeführt werden als obligatorisches Fach in Kindergärten, in Schulen, wo ein Leitfaden erstellt wurde. Und in diesem Leitfaden soll es eben so sein, dass Kinder von 0 bis 4 Jahren eben schon an Sexualität herangeführt werden sollen. Sie sollen in dem Alter schon über Masturbation aufgeklärt werden und eben auch lernen, wie man Vergnügen und Lust empfindet, weil das eben als eine Energiequelle angesehen wird, die halt von Geburt an tatsächlich schon stimuliert werden sollte für die sexuelle Reifung und Gesundheit. Und in einem Alter von 6 Jahren sollen Kinder dann tatsächlich schon komplett über Geschlechtsverkehr, Verhütung und eben akzeptablen Sex Bescheid wissen. Und mit 9 Jahren sind Kinder letzten Endes vollständig aufgeklärt. Und im Alter von 9 Jahren sollten Kinder eben auch wissen, wie man masturbiert und wie man zu einem Orgasmus kommt. Tja, nun geht es ja weiter, das sogenannte Selbstbestimmungsgesetz. Das Selbstbestimmungsgesetz soll die Möglichkeit lassen, ohne große gesetzliche Legitimation. Ein Beispiel ist Martin Ganzerer, Tessa Ganzerer in den Deutschen Bundestag gekommen. Keinerlei Legitimation, eine Frau zu sein. Das heißt also weder die gesetzlichen Vorschriften hier eingehalten, dass man über einen Richter, das ist eine Psychologen oder gar meldetechnisch, es ist ein Mann. Nun fragt man sich, wie soll das eigentlich weitergehen? Wenn ich einmal im Jahr, so wie im Selbstbestimmungsgesetz ermöglicht, das ja jetzt nach den Sommerferien verabschiedet werden soll, im Selbstbestimmungsgesetz, dass ich einmal im Jahr ohne große Hürden mein Geschlecht frei wählen kann. Nun möge man sich ja mal vorstellen, Frau Behrendt, Sie gehen mit Ihrer Familie in ein Lokal. Und die meisten Lokale verfügen nicht über diverse Toiletten. Kann man auch nicht verlangen. Das ist bautechnisch oft gar nicht möglich. Jetzt gehen Sie aufs WC und erleben dort, dass ein 90, 1,90 große Person fühlt sich als Frau, ist aber eigentlich ein Mann und marschiert mit Ihnen dort auf die Toilette. Wie geht denn das vor sich? Das erschließt sich mir und den Zuschauern auch noch nicht. Wie soll denn das laufen? Der fühlt sich als Frau und wird als auch Frau, ist auch im Pass steht drin, das ist nicht mehr der Herbert, sondern das ist die Hermine. Ja, wie geht denn das?
Das dürfen Sie mich nicht fragen. Also ich verstehe dieses ganze Selbstbestimmungsgesetz tatsächlich auch nicht. Das Perfide daran ist ja auch, wenn ich jetzt auf die Toilette gehe und zu ihm sage, lieber Herr, Sie dürfen hier nicht raufgehen, das ist eine Frauentoilette, dann könnte der mich tatsächlich dafür anzeigen, weil ich ihn eben als Mann bezeichnet habe und ich müsste ihm 10.000 Euro Schmerzensgeld zahlen. Also es ist völlig verrückt und ich denke, natürlich gibt es Transperson. Ich selber, ich bin von Beruf medizinische Fachangestellte, habe in meiner Laufbahn auch einen transsexuellen Mann kennengelernt, der sich auch hat umoperieren lassen zur Frau. Aber natürlich, wenn man wirklich eine transsexuelle Person ist, dann geht man den Weg von Anfang bis Ende und dann kommt man nicht auf die Idee, ich möchte jetzt mein Geschlecht wechseln lassen. Und solche Männer eben, die das tun, und ich denke, da gibt es ganz, ganz viele von, die benutzen das eben, um gerade Zugang zu diesen intimen Räumen zu kommen, die Frauenschutzräume, sei das jetzt in der Sauna oder Toiletten oder was es sonst eben noch alles für Räume gibt, wo eben nur Frauen Zugang haben sollten. Und ich denke, das ist die Gefahr dahinter, weil es eben einen Großteil der Menschen gibt, die das tatsächlich ausnutzen, um eben so diese Zugänge zu bekommen. Denn wie gesagt, das trifft auch auf unsere grüne Abgeordnete im Bundestag zu. Also wenn man sich tatsächlich als Frau fühlt und identifiziert, dann würde ich mich nicht als Mann in Frauenkleidern dorthin setzen mit schlechtem Make-up und furchtbaren Haaren, sondern würde ich eben diesen Weg wirklich bis zum Ende hingehen. Und genau aus diesem Grund sind eben auch diese psychologischen Gutachten natürlich wichtig. Damals war es ja noch so, bis vor, ich glaube, 3 Jahren, da hat das Ganze, dieser Prozess, bis überhaupt zu so einer geschlechtsangleichenden Operation eben zugestimmt wurde, das hat ungefähr so 10, 12 Jahre gedauert. Auch das geht ja heute relativ schnell. Innerhalb von einem Jahr ist man durch und kann sich dann wirklich eben umoperieren lassen. Aber vielen geht es eben gar nicht darum, ne? Also dieses Selbstbestimmungsgesetz, wenn es ihnen darum gehen würde, dass es eben diese Transmenschen weiterbringt, das bringt diese Menschen überhaupt nicht weiter. Um es nochmal klarzustellen, das Thema Transsexualität und Menschen, die das Bedürfnis haben, sie denken oder sie fühlen sich im falschen Körper, völlig klar, hier den gesetzlich vorgeschriebenen Weg zu gehen, aber nicht einfach zu sagen, Moment, ich fühle mich heute so, nach einem Jahr ist ja machbar, fällt mir wieder etwas anderes ein. Ich habe mir noch einen Punkt notiert, den hätten wir eigentlich bei der Thematik frühkindliche Sexualität oder Erziehung mit reinnehmen sollen, das Thema Pubertätsblocker. Das ist noch etwas, das interessiert mit Sicherheit die Mütter und Väter, die Kinder haben, die sich in der vorpubertären Phase befinden. Ja, Pubertätsblocker war auch eins meiner Themen in meinen Redebeiträgen, denn diese Pubertätsblocker, die werden ja so relativ harmlos, sage ich mal, angeboten, auch beispielsweise auf den Regierungsseiten. Ja, da wird dann ganz lapidar geschrieben, wenn du dich im falschen Körper fühlst, wenn du nicht zufrieden bist, dann kannst du Pubertätsblocker nehmen. Du musst dich noch für gar kein Geschlecht entscheiden, kannst dann erstmal gucken, wo geht die Reise hin. Und wenn du das eben nicht mehr möchtest, kannst du diese Blocker problemlos absetzen. Genauso problemlos ist es eben nicht, weil das wissen eben ganz, ganz viele nicht. Diese Pubertätsblocker sind absolute Chemiekeulen, die werden benutzt. Also es ist exakt das gleiche Medikament, was eben für Pädophile benutzt wird, zu einer chemischen Kastration. Ja, Frau Behrendt, ein sehr interessantes Interview. Ich hatte übrigens vergessen, Sie zu fragen, für welche Partei sind Sie in Niedersachsen im Landtag? Ja, also um nicht gleich den Parteinamen zu sagen, wie Sie schon hören, bin ich in einer Partei, die sich eben für unsere Rechte und für die Rechte der Kinder einsetzt in erster Linie und für eine bessere Zukunft natürlich. Von daher denke ich, ist es kein Geheimnis, auch für Sie nicht und für unsere Zuschauer nicht, dass ich in der Alternative für Deutschland bin. Ja, liebe Zuschauer, und da muss ich mich dem WDR anschließen. Ich muss Sie warnen, diese Sendung anzuschauen. Bitte teilen Sie dieses Format nicht. Behalten Sie es für sich, denn hier wird die Wahrheit gesprochen und hier ist noch menschlicher Verstand vorhanden. Aber das wollen wir nicht beim WDR. Wir wollen das nicht, sondern wir wollen weiter Indoktrination vornehmen. Also ja nicht teilen und ja nicht andere Menschen informieren. Frau Behrendt, das war noch ein Abschluss, der mir am Herzen lag in dieser Form. Ich bedanke mich für das Interview, wünsche Ihnen Vielen Dank. weiterhin viel Erfolg und bleiben Sie wehrhaft bei Ihren Ansichten. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Weber.